Die asiatischen Märkte sind stark im Plus, aber Volkswagen könnte heute die Kauflaune bremsen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Sie sehen es hinter mir, da sind kräftige Pluszeichen fast in ganz Asien. Wir sehen den Nikkei 1,9% im Plus. Was ist da los? Und da gibt es den Börsengang von Japan Holdings, Post Holdings, also praktisch die japanische Post, die hier privatisiert und an die Börse gebracht wird. Das größte IPO, der größte Börsengang des Jahres 2015 bisher, also eine Riesengeschichte. Und die Aktie, die steigt gleich mal 15%, das schürt den Risikoappetit. Dann haben wir auch in China ganz klar positive Vorzeichen. Shanghai 2,75, Hang Seng 1,77%. Da gibt es Bericht oder freuen sich die Märkte, dass die Verlinkung zwischen den Börsen Shenzhen und Hongkong kommen soll. Das ist eigentlich schon kalter Kaffee, denn hier wird der Notenbankchef zitiert, der sagt, ja, das wird in diesem Jahr kommen. Das war aber schon im Mai, also vor der Panik an den Börsen. Jetzt ist das Thema plötzlich wieder da und signalisiert den Chinesen, na, ist doch alles gut, die Verlinkung zwischen den Börsen Shenzhen und Hongkong kommt. Und das würde bedeuten, dass Ausländer dann eben nicht nur in Shanghai, sondern auch eben in Shenzhen direkt investieren könnten. Ein Zeichen der Normalisierung, so fasst man es in China auf, daher die Freude. Und wir sehen Australien mit einem Plus von 0,07%. Das ist das Gute zunächst mal. Das Negative ist, dass Volkswagen gestern eingeräumt hat, naja, da ist doch was dran an den Berichten. Es sind doch wohl 800.000 Fahrzeuge mehr betroffen von diesem Skandal mit der Steuerungssoftware oder mit erhöhten Abgasewerten. Und darunter sind eben auch Benziner. Autos, also nicht nur Dieselfahrzeuge, und das hat gestern dann nachbörslich die Volkswagen-Aktie um 4,5% nach unten gedrückt. Wir haben dann noch gesehen Mario Draghi, der im Grunde das gesagt hat, was er immer sagt, wir stehen bereit, wir überlegen, wir gucken, wenn nötig werden wir das tun. Das hat aber im Endeffekt dann wenig am Markt bewirkt. Schauen wir uns mal die Termine heute an. Heute ist Dienstleistungstag. Einkaufsmanager-Index Dienstleistung, der Sammelindex 5 vor 10, das Ganze um 10 Uhr dann aus der Eurozone. Wir haben schon den Kaijin Einkaufsmanager-Index Dienstleistung aus China gesehen, der war besser als erwartet mit 52,0. Hier war die Erwartung eigentlich nur 50,8, also gute Zahlen aus China neben diesem aufgewärmten Bericht aus dem Mai, der für Euphorie sorgt. Wir haben dann eine Rede von Mario Draghi, der wird jetzt öfter sprechen in diesen Tagen. Ist immer die Frage, kommt da was zur Geldpolitik, ja oder nein? Dann haben wir den ADP-Arbeitsmarktbericht 14.15, die Vorausschau praktisch für das, was am Freitag mit den großen Arbeitsmarktdaten kommt. ISM-Dienstleistungsindex, also auch die Amerikaner mit ihrem Einkaufsmanager-Index um 16 Uhr. Und dann eine Rede Janet Yellens, respektive die Befragung Janet Yellens vor dem Abgeordnetenhaus, auch um 16 Uhr. Also heute ist eine Menge los, da kommt ein bisschen Pfeffer in die Geschichte. Und wie die Dinge ausgehend zu verstehen sind, und was Sie überhaupt wissen sollten bei finanzmarktwelt.de. Jetzt schauen wir rein in die Charts und gucken, was passiert, was geht, was dürfte kommen. Wir dürften unverändert hier starten. 10.950, das dürfte das Niveau sein, auf dem der X-DAX hier starten wird, trotz der Rallye in China, trotz der Rallye auch in Japan, also unverändert. Das sehen wir hier beim Dow, da hat sich nicht viel getan. Wir sind ja gestern über die 17.900er Marke gestiegen und jetzt auf Future-Basis. Da ist der Dow auch nach wie vor über der 17.900er Marke, also nach wie vor Stabilität. Beim DAX wird es eben darauf ankommen, was setzt sich mehr durch, der Schock, erneute Schock über Volkswagen, der vielleicht auch andere Bauer dann, Autobauer dann nach unten zieht, oder eben doch die Steilvorlage aus Asien. Das wird die Grundfrage sein. Wir gehen davon aus, dass wir zunächst mal in Sichtweite der 11.000er Marke beim DAX weiter handeln werden. Das ist der Euro, der versucht sich ein bisschen zu erholen, 1,0954, aber da kommt nicht viel, nach wie vor belastet eben durch die Aussicht auf mehr QI im Dezember. Das ist Gold, nach wie vor hier mit Problemen. Wir waren schon ein paar Dollar tiefer, 1120 aktuell, aber klarer Abwärtstrend. Da muss langsam eine Gegenbewegung kommen. Und das amerikanische Crude Oil, $47,71 nach der erneuten gestrigen Rallye. Aber gestern API-Bestandsdaten, mehr Lagerbestände oder mehr Öl wieder auf dem Markt als erwartet. Daher der Preis ein bisschen gedrückt. Also, das wird heute ein aufregender, interessanter Tag. Es wird die Frage sein, was setzt sich durch, China und Asien oder Volkswagen. Vielleicht wird es ein Part, der DAX aber dürfte weiter in der Range erstmal handeln. 10.860 bis 11.000. Ihnen einen guten Start in den Tag. Bis dann, ciao.